Herzlich willkommen zur heutigen Anatomie-Session. Wir wollen uns in den nächsten paar Minuten einmal die anatomischen Begebenheiten anschauen und starten dafür mit einem Bild des dorsalen Beins, des rechten Beins. Wir sehen hier oben den Musculus gluteus maximus, hier unten den Musculus gastrocnemius und vergrößern uns jetzt mal die Region aus, die für heute relevant ist und sehen da natürlich die Popliteer mit ihren charakteristischen Begrenzungen, nämlich dem Musculus biceps femoris, ganz genau gesagt dem caput longum. Hier drüben dem Musculus sartorius, der vorne hier nach unten zieht, also praktisch so schräg und dann hier runter. Hier dem Musculus gracilis, dem langen Muskel, der hier runterzieht mit der Gracilis-Sehne, die ja noch relevant wird. Und dann dem Musculus semitendinosus, der hier, und der Musculus semimembranosus, der ja dahinter liegt. Hier auf der kaudalen Seite haben wir die beiden Köpfe des Musculus gastrocnemius und hier noch den kleinen Musculus plantaris. Hier sehen wir auf der lateralen Seite den Fibulakopf, also das Fibulaköpfchen, was ja später auch relevant werden wird. Und hier medial noch ganz kurz angesprochen, sehen wir den Pes anserinus superficialis, der ja sich aus drei charakteristischen Muskeln bildet. Welche das sind, sehen wir gleich noch. Jetzt schauen wir uns die gleiche Region praktisch von lateral an, vergrößern uns das auch wieder raus und sehen jetzt eben wieder den Musculus biceps femoris. Jetzt ist caput longum in seiner ganzen Pracht sozusagen mit der langen Sehne, die wir ja gerade eben schon dargestellt haben, und sehen hier unten das Fimula-Köpfchen noch einmal. Hier vorne ist schon die Patella zu erkennen mit der Patellarsehne, also der Quadrizepssehne, in die ja später diese Sehne eingeflochten wird. Also wir verpflanzen praktisch diese Sehne nach hier vorne und flechten die hier vorne ein. Und damit ergibt sich dann die Funktionsumkehr von einem Knieflexor zu einem Knieextensor. Die gleiche Geschichte jetzt von der anderen Seite, von medial angeschaut, sehen wir auch hier wieder den Musculus sartorius, der sich hier schräg nach unten zieht, und sehen dann hier wieder den Musculus gracilis, den Musculus semitendinosus und den semimembranosus. Und hier unten kann man jetzt eben schön das eben schon angesprochene oberflächliche Gänsefüßchen, also den Pes anserinus superficialis erkennen, in den eben die drei Muskeln sartorius, semitendinosus und gracilis einstrahlen. Jetzt eine ganz andere topografische Region. Wir gehen ein Stück nach oben am Bein und schauen uns die Leiste an, weil hier sitzt ja das eigentliche Problem der Patientin, nämlich der Tumor. Der sitzt ja ungefähr hier oben. Und hier sieht man eben schon, wir haben hier eine ganze Menge Leitungsbahnen, die hier verlaufen. Nämlich, ganz charakteristisch, der Nervus femoralis hier oben mit seinen Rami muscularis, die dann hier nach unten in die Oberschenkelmuskulatur einstrahlen. Und natürlich die Arteria und die Vena femoralis. Und jetzt ist natürlich klar, wenn hier oben der Nervus femoralis geschädigt ist, dann sind die ganzen Muskeln, die hier caudal davon liegen, ausgeschaltet. Wir sehen außerdem hier oben noch den Musculus sartorius und begleitend den Nervus cutaneus femoris lateralis, der die Sensibilität an der lateralen Oberschenkelseite macht, und hier nach oben weggeklappt den Ramus femoralis des Nervus genitofemoralis. Hier unten sehen wir noch den Nervus saphenus, also als Ast sozusagen des Nervus femoralis, der hier durch die Membrana vasoadductoria hindurchtritt. Jetzt schauen wir uns praktisch die Region, die wir gerade eben schon gesehen haben, noch mal ein bisschen detaillierter an, und zwar den Leistenkanal, um genau zu sein, das Leistenband. Das zieht ja hier von der Symphyse nach lateral hier oben, und dann spannt sich ja hier der Arcus iliopectineus auf, der diese Region in zwei Bereiche trennt, nämlich einmal die Lacuna vasorum und die Lacuna musculorum. Und wenn wir jetzt von medial kommen, dann treffen wir natürlich zuerst auf die Lacuna vasorum, wo hier der Rosenmüllersche Lymphknoten liegt, dann die Vena femoralis und die Arteria femoralis, und dann treffen wir auf einen Nerv. Aber das ist eben nicht der Nervus femoralis, sondern der Ramus femoralis des Nervus genitofemoralis. Denn der Nervus femoralis versteckt sich hinter dem Arcus iliopectineus hier in der Lacuna musculorum und ist begleitet von dem Musculus iliopsoas. So viel dazu. Und als letztes Bild habe ich noch das hier mitgebracht, wo wir praktisch den dorsalen Ober- und Unterschenkel weiter präpariert haben und jetzt auf die tieferen Schichten gucken können. Und dabei sehen wir jetzt hier den Nervus ischiadicus, wie er von hier oben nach unten zieht und sich hier in seine beiden Hauptäste, den Nervus tibialis und den Nervus fibularis oder peroneus communis, auftrennt. Außerdem
sehen wir dann hier eben schon die Region der Popliteia mit der Arteria und Vena Popliteia, die hier ja beim Durchtritt durch den Hiatus Adductorius ihren Namen von Arteria und Vena Femoralis zu Arteria und Vena Popliteia ändern sozusagen. Weiterhin sehen wir hier eben noch das Caput Longum des Musculus Biceps Femoris. Und jetzt sehen wir hier unten nämlich diese Struktur, die Frau Dr. Kraus vorhin schon angesprochen und besonders geschont hat, nämlich diese topografische Nähe der Sehne des Musculus Biceps Femoris und des Nervus Fibularis oder Peroneus Communis. Also hier unten, diese topografische Region ist die gefährliche Stelle, die wir vorhin ganz besonders geschont haben.